Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mega Man X Part 4 von Shadowlorn. Heute bekämpfen wir Spark Mandrill. Und ja, er ist ein Pavian. Elektro-Pavian, um genau zu sein. Den haben wir schon. Da haben wir ihn schon. Spark Mandrill. Der ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Vor allem das Level ist nicht gerade zu unterschätzen. Sehr viele Leute, die das Spiel schon gespielt haben, werden natürlich jetzt fragen, warum mache ich nicht zuerst einen anderen, wenn dieses Level doch so schwer ist? Weil es eine Möglichkeit gibt, das Level doch einfacher zu machen. Ganz einfach. Weil einfach langweilig ist. So, diese Dinger da, die machen uns... Aua, auf die müssen wir aufpassen. Da müssen sie echt aufpassen. Das ganze Level ist voll mit Elektrizität verteilt. Und diese kleinen Kügelchen, die nerven halt. Ach, das ist ja egal. Ha, geil, ein Leben. So, wie ihr sehen könnt, ist da ein weiterer Energietank, an dem wir im Moment nicht drankommen. Nachher werde ich nochmal das Level machen, wenn ich die Möglichkeit habe, daran zu kommen. Ich werde es auch aufnehmen und euch dran teilhaben lassen. Ah, diese Dinger sind so lame. Ganz einfach zu besiegen, aber können trotzdem ganz schön auf die Nüsse gehen. Aber eigentlich sind die total lame. Keine echte Gefahr. Total nicht. Aber dennoch, naja. Kleine Ärgernisse halt. Die macht ja auch Nüsse, bekanntlicherweise, nicht wahr? So, diese Passage haben wir jetzt hinter uns und nun sehen wir, nun kommen wir in eine Passage, wo halt das Licht sehr kein Licht halt ist. Außer diese blöden Libellen, glaube ich, die sollen das darstellen. Libellen, Glühwürmchen, bla bla blub. Und die können es auch Aua machen. Ich glaube, da kommt gleich einer. Ha, verdammt! Oh, verdammt! War das knapp? Ah, scheiße! Oh, das ist peinlich. Die haben das schon gesehen. Ah, da muss doch das eine kommt. Aber verfehlt, na, was soll's. Oh! Wow. Alter, das war jetzt aber echt knapp. Boah, das war klar. Boah, das war ich sehen. Jetzt habe ich auch ein Konzept bekommen. Ja. Diese Passage haben wir jetzt hinter uns, aber da kommt noch einer von denen. Nun kommen wir zu einem Mini-Boss, den ich jetzt nicht unbedingt mehr erläutern will. Nur eins, der ist auch nervig. Genau deswegen. Ah! Oi. Oi. Ah! Scheißenkleister! Oh, Mann! Ja, der ist eigentlich nicht schwer. Der geht aber. Oh, der geht aber ein voll auf die Nüsse. Oh nein, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Gut, dass ich noch ein Leben hatte, ey. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ich glaube, das werde ich nicht rausschneiden. Einfach nur zu zeigen, hey, ich bin auch nicht perfekt. Wer kann das schon nicht behaupten, ne? So, zweiter Versuch. Diesmal stelle ich mich hoffentlich nicht so blöd an bei den Glühwürmchen. Ah, das ist einfach ruhig. Ah, verdammt. Wieso sollte ich mich nicht so blöd bei den Glühwürmchen anstellen? Diesmal weiß ich ja ungefähr, wo die sind. Puh, der eine war aber echt knapp, ohne Witz. Oh, Menno, ich stelle gerade voll blöd an. Seht ihr? Ich hab gewusst, dass er jetzt kommt. Na, das hat jetzt. Na, das soll's. So, wie gesagt, also, die sind eigentlich ganz einfach auszuweichen, wenn man weiß, wo sie sind. Was hätte ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt wusste. Ah, sauber, wieder voll Energie. So, und jetzt kommen wir schon wieder zu unserem kleinen Freund, dem Miniboss. Ah, komm. Ah, ich hätte natürlich voll rein. Ah, verdammt. Ja, geht doch. Ah, schade.
Ah, Scheinkleister! Oh, Mann, schon wieder! Mann, mit Tastatur ist ja echt schwer. Okay, zweiter Versuch. Nächster Versuch. Wenn das schon wieder in die Hose geht, dann nehme ich das nicht auf. Den kann man auch besiegen, das weiß ich ganz genau. Ich hatte das schon mal bekommen. Ich hatte das schon mal hinbekommen, aber dass ich das zweite Mal gegen die verloren habe, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja gut, das ist ein bisschen doof, das ist ziemlich doof. Er ist aber auch nicht gerade so leicht. Aber auch nicht schwer, also das ist so ein Mittelding eigentlich. Man muss so wissen wie. Ach, Mist. Ich hab gedacht, da kommt mehr. Doof. Schön, wenn ich gerade nicht gerade so viel am Reden bin, aber es, ja. Ich muss sie auch wieder sammeln jetzt wieder, weil das geht mir dann doch ein bisschen auf die Nüsse. So. Diese blöden Pfützen, ey. Ah, war dann wieder ein rein. So, das sollte eigentlich nicht mehr so viel Energie haben. Eigentlich. Komm. Verdammt, wieder reingekommen. So, dieser Besieg geht doch. Mann. Drei Versuche bei dem, das ist echt böse. Das Spiel schon gar nicht mehr gezockt, wie es aussieht. So, weiter in Text. Wir befinden uns hier eigentlich, was ich noch zum Level sagen muss. Wir befinden uns hier in einem Kraftwerk. Logischerweise. Und das hat nur. Wie kann man das denn sagen? Ach, diese Geschütze sind kein Problem. So, wir befinden uns hier in einem Kraftwerk, was von diesen Mavericks eingenommen wurde. Naja, das werden wir natürlich jetzt wieder zurückerobern, ne? Vorausgesetzt, ich stelle mich für die Quatschen so blöd an. Wie gerade eben. Diese Geschütztürme sind eigentlich auch total Lapkes. Lapkes, tolles Wort. Also sind eigentlich total easy. Kein Problem mit dem, die sind eigentlich besiegen. So, wie ich schon mal vorher gesagt habe, hat jeder Boss halt diese Spezial... Ah, die Schildkröte nicht verwerfen. Genau deswegen, die blöden Teile, ey. Na, was soll's. So, da ist wieder so ein Herzteil, das wir aber im Moment auch nicht rankommen. Das werde ich dann auch ein andermal holen. So, du verpiss dich jetzt. Na los, geh weg. Geht doch. Wie wär's denn, wenn ihr mir wieder Leben geben würdet, ihr Blödmänner? So. Ach, Gott verdammt. Gott verdammt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott verdammt. Wer ist denn jetzt? Ist er jetzt verdammt oder Gott gedankt? Oh, Scheiße. So, dann versuchen wir erstmal hier ein bisschen Leben wieder rauszubekommen. Ich hoffe, nicht geben überhaupt Leben. Na, sieht nicht so aus bisher. Oh Gott, gib mir Leben. Noch mehr Menno. Hört man da. Aber jetzt. Nein! Scheiße, schon wieder! Oh! Das ist jetzt böse, ey. Zum dritten Mal verkackt den Level. Oh, hoffentlich bin ich wieder zu weit zurückgefallen. Ach nee, da hinten. Mein Gott, ist das dämlich. Mein Gott, stell ich mich doof an jetzt. Ey. Oh. Das ist jetzt aber echt blöde.
stelle mich echt hier gerade saudämlich an. Normalerweise ist dieses Level gar nicht so schwer. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich jetzt solche Probleme habe. Aber vielleicht, weil ich einfach auch nicht so gut bin im Spiel. Ich habe schon ein paar Mal durch. Ich habe ein paar Mal gespielt. Auch natürlich habe ich dann auch dieses Level auch so gemacht, dass halt der Strom noch da ist, weil es eine Möglichkeit, den Strom abzustellen. Dann ist sich der eine Boss am einiges einfacher. Aber ich möchte natürlich ein bisschen, aber wenn ich schon so geschafft habe, auch immer ohne den Strom abzustellen, warum soll ich dann diesmal nicht schaffen? Vielleicht, weil ich diesmal beobachtet werde. Dieser Let's Play-Effekt ist echt hysterisch. Und ich werde echt hier hysterisch! Mann! Komm, schieß schon, deine blöden Arschloch! Die Schildkröte kann so näher was auf die Nüsse gehen. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin, ey. Aber hoffentlich dann natürlich, wenn ich es geschafft habe, ne? So, diesmal nicht. Ah ja, diesmal haben wir voll Energie gehabt, als wir den Tank aufgesammelt haben. Also bekamen wir etwas über den Tank. Oh, Mann. Mann. Die Wellen, die gehen einem auf die Nerven. Beziehungsweise diese... Ja, die Wellen. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, zu Boss Bark Mandrill zu kommen. Die goldene Tür, die eiserne Tür, die Tür zum Boss. Ja, mit einigen Fehlversuchen. Oh Gott, das nervt mich jetzt total. Ich habe 3 Leben verloren. Ich kann vermuten, dass ich vorher noch ein Leben aufgesammelt habe. So, ich werde Spark Mandrill jetzt zeigen. Oder besiegen. Da haben wir ihn schon. Spark Mandrill, The Lightning Fist. So, als Begrüße kriegt er erstmal einen vollen Fassverschuss. So, das war eine. So, jetzt sehen wir erstmal so ein bisschen sein Bewegungsmuster. Nicht das Schwerste, wie es aussieht. So, aber. Er hat eine Schwäche gegen Eis. Die Fähigkeit von Shield Penguin. Wie ich letztes Mal gesagt habe, wie ich Shield Penguin besiegt habe. Jeder Boss hat eine bestimmte Anfälligkeit. So, bei Spark Mandrill ist es die Eisfähigkeit. Und das Schöne an Shield Penguin Schuss ist, wenn er abprallt, splittert er ab. So, und mit den Spezialfähigkeiten sind die Bossgegner echt gar kein Problem. Wie ihr gesehen könnt, konnte ich ihn mit den Spezialfähigkeiten so besiegen. So, das war Spark Mandrill. Nimm das Affengesicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt als Fail eintragen oder nicht, weil ich 3-mal verloren habe. Oh, das ist echt böse. So, jetzt sehen wir mal, welche Spezialfähigkeit wir bekommen haben. Electric Spark. Wie man sehen kann, halt die Strahlen, diese Blitzkugeln, die er vorne abgesetzt hat, können sehr effektiv sein, sind sehr effektiv gegen einen speziellen Gegner. Das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. So, unser magischer Code. Und ja, Spark Mandrill ist erledigt. Das Energiekraftwerk ist wieder safe. So. Oh Mann, ey. Tut mir leid, dass ihr euch 3-mal mit einsehen musstet, wie ich verliere. Das ist mir jetzt echt oberpeinlich. So, und das nächste Mal geht's dann gegen unseren nächsten Boss. Schönen Tag, schönen Abend, schönen gute Nacht.